Fresse, Mann, ey! California, here we come. Right back where we belong. Kelly Rider, here we come. Kelly Rider, Kelly Rider. Ja, schönen guten Morgen aus Amerika. Wir sind in Monterey beim Sea Otter Classic. Ich bin das erste Mal da. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Und ich nehme euch einfach mal mit, ne? Natty Bar. Banana. Wir haben mit unseren albernen Federgabeln, ne? Das ist mal ein richtiger Dämpfer da. Guck mal da. Das ist ein Dämpfer. Wer von euch dieses Modell hier kennt, ist schon echt lange dabei. Okay, also hier wurde mir jetzt Wireless-Schaltung für alle Fahrräder versprochen. So sieht das aus. Alright, he's on it. Puh, jetzt habe ich mir gerade fast so ein elektrisches Massagesystem aufschwatzen lassen. Was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass die einen alle voll labern. Nehmen wir mal einen Chai-Tee. Chocolate Peanut. Jetzt mal mit dem Hund. Ja, wie es sich für einen ordentlichen Vlog gehört, ne, gibt es da auch mal zwischendurch eine kleine Wohnmobiltour. So. Unser E350 Super Duty 30 Liter pro 100 Kilometer Spritvernichtungsmaschine. Felix und ich sind Ordnungsfanatiker. Das ist ein Bett, da ist das Scheißhaus, da Dusche, gucken wir jetzt mal nicht rein. Kühlschrank, da haben wir ein Eisfach mit nichts drin, geil, oder? So, dann hier Chaos, überall, da ist der Müll, schon ganz geil, die Litschis. Da sitzt man dann so. Okay. So, also ich bin jetzt hier im Teampit. Ich bin sehr konzentriert, denn in 20 Minuten beginnt mein Rennradrennen. Ich bin ja jetzt Rennradfahrer. Ja, hinter mir ist mein Team Physiotherapeut und Hypnotiseur, der gerade eine Last-Minute-Akupunktur an meiner unteren Wirbelsäule durchführt. Was mich gleich schneller machen wird, ganz klar. Gut, dass die schon mal alle Wechsellaufräder dabei haben und sowas. Das ist, glaube ich, nicht so professionell. Ich sag mal so, wenn Kategorie 1 heißt, dass ich eine Runde lang hinter den Schnellen herfahren kann, dann habe ich mich da, glaube ich, richtig eingeordnet. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses System verstanden habe. Aber es war trotzdem schön, total im Arsch. Ja, darum geht es ja eigentlich, ne?